So, ich möchte gerne den Klaas Leiner ankündigen mit seinem Vortrag zum Thema Alkes und Specialite. Und ich durfte vorhin schon kurz reinlauschen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, leg mal los. Ja, so. Achso, jetzt, ich brauche meine Hand irgendwie. Kann ich irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht, muss ich hinlegen. Achso, ja. Ja, ich kann auch ganz laut sprechen, vielleicht geht es auch ohne. Ich freue mich, dass so viele da sind. Ich habe mich in den letzten Jahren ganz intensiv mit dem ALKIS, mit dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem und speziell mit dem NAS XML-Format und wie ich das in irgendeine Form bekomme, um da im QGIS mitzuarbeiten, beschäftigt. Und jetzt steht hier die Überschrift ALKIS, ja, ich fange ALKIS mit Specialite. GKG, ALKIS-Konverter, ein Skript-Konverter zur Aufbereitung von NAS-XML und so weiter. Also ALKIS-Konverter ist ein bisschen fast hochgestochen, weil das meiste, was im Hintergrund passiert, macht Specialite und OGR to OGR, das habe ich nicht erfunden, sondern ich habe eher versucht, diese Werkzeuge so zu kombinieren, dass man mit möglichst wenig Handarbeit dahin kommt, wo man hinkommt. Und ehrlich gesagt, ich hatte das erst gar nicht vor, sondern bin immer wieder damit konfrontiert worden, dass es einfach super anstrengend ist, mit diesem ALKIS-Format umzugehen. Und dann dachte ich, vielleicht will mir das was lehren und ich sollte dabei ein bisschen SQL lernen, um damit überhaupt umzugehen. Und dann waren das erst ganz viele Stücke, die ich irgendwann zusammenbringen wollte. Und dann dachte ich, vielleicht interessiert das jemanden. Also, wie sieht das Ganze aus? Vor allen Dingen, es gibt ja schon wirklich sehr spannende, gut funktionierende Werkzeuge, um mit freier Software, mit ALKIS-Daten umzugehen. Ich sehe hier gerade einige Leute von der Firma Norbit, die das Ganze auf PostGIS-Basis umgesetzt haben. Ich habe das jetzt sozusagen mit dem kleinen Bruder oder der kleinen Schwester von PostGIS gemacht, Specialite, aus verschiedenen Gründen. Und während ich jetzt meinen Vortrag halte, würde ich einmal kurz zeigen, was da eigentlich passiert. Und das kann dann im Hintergrund so ein bisschen laufen. Ich habe ein paar Testdaten mitgebracht, praktisch die offiziellen Testdaten von den Ländern Hessen und Bayern und Baden-Württemberg, weil das Ganze ja meistens gerade mit Eigentümern eine Sache ist, mit der man nicht sozusagen, die man nicht einfach für eigene Zwecke verwenden darf. Bayern hat so einen schönen Testdatenbanksatz, der nennt sich irgendwie Lurching, da heißen alle irgendwie nach Fisch, Aal und Lachs und so weiter. So, ich fange aber mal an, ich öffne hier einen Ordner Bayern, hier sind drei NAS-XML-Dateien drin. Die Leute, die damit Erfahrung haben, wissen, man kann das direkt ins QGIS reinladen, ab einer bestimmten Größe wird es aber mühselig. Dann habe ich hier so ein Icon und das ganze Programm hat natürlich jetzt keine schicke Oberfläche, das gibt es für Windows und für Linux. Ich bin selber kein Softwareentwickler, sondern bin Landschaftsplaner und habe mir im Schweiße meines Angesichts ein bisschen was beigebracht, was man dafür verwenden kann. Und bitte etwas um Ruhe. So, jetzt habe ich das Ganze gestartet, erscheint ein schwarzes Fenster und jetzt kopiere ich einfach den Pfad, wo meine XML-Dateien liegen. Na, das muss ich mal mit der Tastatur machen, den kopiere ich rein. Es gibt irgendwie ein paar Eingaben, das heißt, eine Eingabe ist zum Beispiel, wo die Daten, Maustaste, ein. Dann fragt er mich, sollen Eigentümerdaten verwendet werden? Ja, bitte. Habe ich jetzt ja gesagt? Nee, ich habe hier. So, ja und nein, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal, ich muss nochmal starten. So, zack, ja, ja, nein, jetzt fragt er mich nach dem Koordinatensystem, dieser Datensatz geschrieben werden soll, also nach ETH 80 UTM Zone 32 Nordheim, weil das ja eigentlich das ist, was üblich ist in den meisten Ländern, da muss ich hier einmal auf die Schaltfläche 3 klicken.
So, und jetzt kommt die Frage, wo kommen die Daten her? Weil das Schöne ist ja, dass die Länder natürlich unterschiedliche Koordinatensysteme verwenden. Das hat manchmal einen Sinn, manchmal ist es auch ein bisschen bizarr. Zum Beispiel Baden-Württemberg benutzt irgendein, das heißt, sie haben es jetzt geändert, aber hat bis jetzt ein Koordinatensystem benutzt, was Gauss-Krüger ist. Aber da das ALKES NASXML-Format nur 6 Stellen, Koordinatenstellen erlaubt, haben wir da ein Gauss-Krüger, was den Bezugsmeridian mit dem Wert 500.000 kennzeichnet. Also ein bisschen exzentrisch. Das ist jetzt dieser Fall, das ist aus Baden-Württemberg, das ist der Fall 1. Und zack, jetzt lassen wir das Ganze starten. Jetzt passiert, gehe ich jetzt mal hier zu meinem Vortrag. So, im Ergebnis sieht das denn so aus, das sieht so ein bisschen bunt aus, man sieht ja so einen Auszug. Das ist im Ergebnis nicht jetzt nach ALKES Signaturenkatalogstandard dargestellt, sondern das ist so ein bisschen eine selbstgestrickte Darstellung, aber man sieht, man kann dann im QGIS zum Beispiel die Eigentümer sich anschauen, eine Eigentümerliste, die Eigentümerattribut in die Attributtabelle geschrieben, man kann sich die Nutzung angucken und da gehe ich jetzt mal im Detail drauf ein, was passiert. Was war die Ausgangslage? Ich hatte immer wieder, ich bin freiberuflich im GIS-Bereich unterwegs mit Leuten zu tun, die haben NAS-XML-Dateien bekommen. Ganz am Anfang, als ich selber noch nicht viel wusste, habe ich gesagt, naja, kann man ins QGIS reinladen? Und okay, dann muss man natürlich die Beziehungen zu den Eigentümern und so herstellen. Dann habe ich in meiner Naivität erstmal mit irgendwelchen Tabellen-Joins das gemacht. Das funktioniert natürlich nicht wirklich, weil es ja mehrere Eigentümer gibt. Und das heißt, man braucht, hat End-zu-End-Beziehungen und so kommt man irgendwie ans SQL. Und dann versuchte ich mich halt an einer portablen Lösung ohne Datenbankserver. Alle Dateien werden in eine SQLite-Datei verarbeitet und geschrieben. Da ich das Ganze beruflich mache, kam ich irgendwie auf die Idee, vielleicht kann ich damit Kunden beglücken und ist die Frage, was ist die Zielgruppe? Weil es gibt ja schon auch andere, auch freie Werkzeuge, mit denen man sehr viel machen kann. Also zum einen sind es eher Planungsbüros, die, sag ich mal, kleine Datensätze verarbeiten. Manchmal sind das irgendwelche Leute im Forstbereich, das sind ein paar hundert Flurstücke, was manchmal Herausforderungen mitbringt, weil da Spalten fehlen. Dann natürlich alle, die die Administration einer Postgres-Datenbank überfordert. Dass einen so etwas überfordern kann, ist wahrscheinlich einigen Leuten hier fremd, aber ich sage, das ist so. Postgres ist eine tolle Sache, ich bin selber ein Postgres-Fan, aber für manche Sachen ist auch das kleine Geschwisterlein sehr spannend. So, alle Anwender, die ihr ALKES-Projekt in einer portablen Form haben, sie wollen es heute, haben sie es auf dem Desktop, morgen auf dem Laptop und wollen einfach die Projektdatei und eine Datei mitnehmen, ohne irgendwas aus einer Datenbank rauszuschreiben. Dann ist, das war nochmal irgendein Kundenauftrag, entsteht auch noch eine, Entschuldigung, also die Eigentümer werden zum einen in einer extra Tabelle, die man über einer, über die Beziehungsfunktion im QGIS-Projekt anbinden kann, geschrieben, aber auch noch als Semikolon separierte Liste in der Attributspalte. Das ist auch was manche Leute haben wollen, obwohl das auch manchmal eingeschränkt sinnvoll ist, also wenn es 20, 30 Eigentümer sind. Dann gibt es noch eine Excel-Liste, kommt noch raus, da hat mich jemand mal nachgefragt, wo praktisch alle Buchungen, also Buchungsblatt, Buchungsstelle mit Eigentümer und Flurstücken drin sind. Da gibt es natürlich, ein Flurstück taucht natürlich in mehreren Zeilen auf, das wird auch herausgeschrieben. Das ist sozusagen der Anfang, nicht der Anfang, sondern das Ergebnis. Der Anfang war etwas anderes. Der Anfang war das Problem, Eigentümer mit Flurstücke zu verbinden. Ich hatte mir das angeguckt, als ich irgendwann in die Situation kam, ALKES-Daten für jemanden aufzubereiten, für einen Gewässerunterhaltungsverband. So, dann habe ich gesehen, aha, das ist alles nicht so einfach. Die Beziehung vom Flurstück zur Person geht über mehrere Zwischenschritte. Jeder, der sich damit beschäftigt, kennt das. Wer nicht, der sieht, okay, hier gibt es Buchungsblatt, Buchungsstelle, Namensnummer, Person und über diese ganzen Schritte muss man Verbindung herstellen. Das ist nicht so ganz einfach, aber am Anfang dachte ich, naja, okay, ich kann das mit diesem Muster vielleicht lösen. Vom Flurstück über das Attribut ist gebucht zur Buchungsstelle, dann ist Buchungsstelle und Namensnummer aneinander gebunden und dann komme ich zur Person. In diesem Fall dachte ich, aha, ist doch nicht so schwer, machen wir das Ganze. Aber dann, natürlich dann, wo man gerade beim Kunden sitzt, sieht man, 5% der Flurstücke, so etwa über den Daumen gepeilt, haben keinen Eigentümer. Und
dann musste ich das irgendwie herausfinden und viele Stunden sind ins Land gegangen und in sich, das ist alles mich ganz anders, also viel komplizierter, weil es gibt nicht nur einzelne Eigentümer, es gibt Eigentümergemeinschaften, die eine eigene Buchungsstelle haben, aber diese Buchungsstelle der Eigentümergemeinschaften hat keine Beziehung zu einer Namensnummer. Also muss die Buchungsstelle über die Alkes-Beziehungstabelle mit sich selber verbunden werden, damit von der Buchungsstelle der Eigentümergemeinschaft auf die Buchungsstellen der Mitglieder geschlossen werden kann. Und schon wird das Ganze viel sperriger. Und da fing ich halt an, mich intensiver damit zu beschäftigen, wie kommt man damit zurecht. Nach einigen Mühen und meinen ersten 100 Zeilen SQL konnte ich das Ganze anbinden, sodass ich die Flurstücke in dieser Art und Weise abfragen kann. Entschuldigung. Für die Kunden ist von dem Leineverband ist eine 18-seitige Anleitung entstanden, wo man also immer wieder Abfragen in den DB-Manager oder in SQSpecialite hinein kopieren musste. Das war nicht gerade komfortabel. Das war irgendwann so der Stand. Dann ist natürlich das Problem, man muss ja diese NAS-XML-Dateien erstmal in die Datenbank hineinbekommen. Und wenn ich einen großen Datensatz habe, nicht nur ein paar Flurstücke, sondern zum Beispiel ein Gebiet, was vielleicht einen ganzen Landkreis umfasst, und dann lade ich die NAS-XML-Datei direkt ins QGIS rein, dann kann man sich aber erstmal einen Kaffee kochen oder vielleicht hängt sich das Programm auch auf. Das dauert sehr lange und irgendwo stößt man an physische Grenzen. Und dann muss ich ja die ganzen einzelnen Layer abspeichern. Und das ist ein bisschen anstrengend. Also habe ich gesagt, mach das mit OGR to OGR. Ein Tool aus dem GEDAL-Paket, was mit QGIS installiert wird. Ein Kommandozeilenwerkzeug mit sehr vielen Optionen, wo man das sehr schön machen kann. Allerdings musste dieser Befehl natürlich jedes Mal angepasst werden, je nachdem, in welchem Land man ist und so weiter. Und man musste den für jede XML-Datei einzeln ausführen. Danach musste man die entsprechenden SQL-Skripte in das Specialized GUI oder ähnliches kopieren. Das war der Stand, so habe ich mir irgendwie beholfen. Das war ein bisschen aufwendig für den Nutzer, etwas überfordernd. Dann kamen weitere Kundenwünsche, nämlich wollte jemand einen Layer haben, wo die gesamte Flächennutzung mit Klartextattributen drin ist. Wer schon mal ins Alkes reingeguckt hat, weiß, da gibt es AX-Wald, AX-Landwirtschaft und AX-Wald hat irgendwie den Vegetationsding mit der Nummer, ich weiß es jetzt gar nicht, 1001, das ist vielleicht Laubwald, weiß nicht, ob es stimmt, und 2001 ist Nadelwald oder wie auch immer. Und die wollten das gerne alles zusammen haben mit Klartextnutzung, auch die Gebäude mit Klartextnutzung und mit Adressen und Flurstücksinformationen. Und früher gab es für jedes Flurstück die anteilige Nutzung. Ich kann es jetzt auch nehmen. Es geht noch ein bisschen. Ja, nee. Das Ding ist, ich werde, wenn ich noch was in der Hand habe, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich so ein bisschen konfus. Außerdem habe ich eine unruhige Hand. Ich habe so ein bisschen Tata. Ne? Das sieht immer so doof aus. Deswegen bin ich sehr dankbar über diese Unterstützung. Früher war die anteilige Flächennutzung als Eigenschaft Teil des Flurstücks vor dem Alkes. Das wollen auch viele gerne haben. Das steht, dieses Flurstück hat so und so viel Quadratmeter Acker, so und so viel Quadratmeter, was weiß ich. So, das waren also weitere Wünsche, wo ich dachte, okay, wenn ich es mit den Eigentümern hinbekommen habe, dann schreckt mich auch die Nutzung nicht. Und da sieht man zum Beispiel so einen Auszug aus dem Skript, wo die Eigentümer als Klartext angebunden werden. Nicht die Eigentümer, Entschuldigung, die Gebäudenutzung und wo auch noch Spezialgebäude, weil es gibt auch Gebäude, die sind nicht im Layer AX-Gebäude, sondern in AX-Turm oder in was weiß ich. Und das habe ich da zusammengefasst. Dann sieht man, wie die Flächennutzung zusammengefasst wird. Eine Anforderung, die man hat, man lässt das Skript laufen und hat da irgendwie drin, AX-Moor wird eingebunden, aber in diesem Layer ist kein Moor. Sofort läuft das Skript vor die Wand und bricht ab. Also muss ich erstmal ganz viele Dummy-Tabellen anlegen, wenn die nicht vorhanden sind. Das ist so ein Auszug. Also man sieht, man muss viel Schreibarbeit machen, dann habe ich einfach mal so einen Auszug, was passiert da. Man kann ja da hatte ich gerade eben einen kleinen Workshop mit SQL, mit Special SQL, wie in Postgres oder in Specialite, kann man auch Geodatenverarbeitung machen. Zum Beispiel werden hier die Flurstücke mit den Flächennutzungen verschnitten und dabei gleich auch die Fläche berechnet.
weil das brauchen wir ja, um das als Anteil in die Flurstücke zu schreiben. Sieht man im Spatial Light, muss man dem Programm immer noch sagen, dass der räumliche Index wirklich verwendet wird, damit er das macht. Wenn es ein bisschen schneller geht und passiert das und das, jetzt habe ich es verschnitten, dann binde ich das über Gruppierungen und Joins wieder an die Flurstücksgeometrie an, und zwar so, dass dann über diese Group-Concat-Funktion praktisch die Nutzung auf das Flurstück gelistet wird. Also das heißt, wenn da drei Nutzungen sind, entsteht da so und so viel Quadratmeter Acker, so und so viel Quadratmeter Grünland, und das läuft halt über Gruppierung und dann halt Aggregatfunktionen wie diese Auflistungsfunktion. So, und nachdem das Ganze funktioniert hat, sieht das so aus: Ich klicke auf dieses Flurstück, man sieht im Hintergrund aus der Flächennutzung, da ist irgendwie so eine Art Siedlungsfläche, Acker, Grünland, dann kommt raus so und so viel Quadratmeter Acker, so und so viel Quadratmeter gemischte Nutzung, so und so viel Quadratmeter Grünland. Wobei, zu meinem Leidwesen, gibt es immer wieder auch einzelne Flurstücke, wo das nicht passiert, weil die irgendwie nicht richtig verschnitten werden. Ich vermute, das hängt an irgendwelchen Geometriefehlern, und da bin ich noch nicht so richtig zu Rande gekommen, wie ich das mit Spatial Light bewältigen kann. Vielleicht hat da jemand einen Tipp für mich, wäre ich dankbar. So, jetzt habe ich also ein Skript gehabt, um Gebäude mit Klartext zu versehen, eins, um die Eigentümer anzubinden, eins, um Flächennutzung zu ermitteln. Und jetzt sagt ihr, es muss doch irgendwie zusammengehen. Außerdem ist es doof, wenn nicht, manchmal bekommt man nicht eine XML-Datei von einem Gebiet, sondern für jeden Stadtteil und hat da irgendwie 10, 20 Stück. Und dann muss ich ja jedes Mal wieder OGR to OGR aufrufen. Und dann habe ich gedacht, das müsste man alles zusammenfassen, habe mal ein bisschen gelesen. Aha, wie gesagt, ich bin kein Entwickler, aber es gibt ja so Grundstrukturen, sowas wie ein If- und For-Schleife. Damit kann man das dann das Skript dazu bringen, dass es dann alle XML-Dateien nacheinander verarbeitet. Also habe ich mich beschäftigt mit Shell-Skript unter Linux und CND-BAT unter Windows, um das Ganze in eine Datei reinzuschreiben. So, bitte. Noch 5 Minuten, okay. Also, das soll ein Aufruf sein, ohne dass der Anwender irgendwas macht. Ich gehe jetzt mal schnell, weil ich habe gerade so eine Zeitdrohung bekommen. Wichtig ist natürlich, dass länderspezifische Koordinatenbezugssysteme ausgewertet werden, dass ganze Verzeichnisse bearbeitet werden und fehlende Tabellen und Spalten dürfen nicht zum Abbruch führen. Und noch die Herausforderung auf dem Windows-Rechner: Mal ist QGIS da installiert, mal ist es da installiert, dass eben dieses Skript auch die QGIS-Installation findet, weil sich dort eben auch das OGR to OGR befindet. Das war viel anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe. Weil nachdem die ersten Leute das getestet haben, kam ständig, dass es irgendwie nicht läuft aus diesem Grund, aber irgendwann ging es denn. Dann soll es über einen Desktop-Starter geöffnet werden, nicht, dass die Leute jetzt selber Befehle ins schwarze Fenster schreiben müssen, weil das ist nicht jedermanns Sache. Die Ausgabe soll in unterschiedliche Koordinatensysteme möglich sein, in UTM oder Gauss-Krüger, was die Leute haben wollen. Und das soll sowohl mit als auch ohne Eigentümer laufen. So, hier sieht man, wie der Text aussieht, Auswahl der Koordinatensysteme. So sieht es unter Windows aus, die Eingaben, also auch sehr spartanisch. Ich kann keine grafischen Benutzeroberflächen erstellen, vielleicht passiert das irgendwie nochmal oder jemand anders will das machen. Aber man muss halt nur noch den Pfad eingeben, den kann man reinkopieren, man muss sagen, was man will, und das Koordinatensystem eingeben, und dann läuft das durch. Jetzt sieht man zum Beispiel so einen unterschiedlichen OGR-Aufruf, da habe ich geschrieben, merkwürdiges Bavü-KBS, also baden-württembergisches Koordinatensystem. Hier projiziert der OGR-to-OGR-Aufruf von diesem Spezial-Gauss-Krüger um zu UTM. Dann, das war das Letzte, was ich geändert hatte, ich hatte immer im OGR-to-OGR den sogenannten Append-Aufruf, dass wenn ich jetzt mehrere XML-Dateien habe und mehrere Flurstücksdateien, dass die alle untereinander geschrieben werden. Jetzt hatte ich das Problem, kleine Datensätze. In einem Datensatz war kein Vorname. Wenn in dem Datensatz kein Vorname ist, wird auch diese Spalte nicht angelegt. Da habe ich dann zwar schon vorgesorgt, dass so eine Dummy-Spalte angelegt wird, aber wenn der erste Datensatz keinen Vornamen hat, dann fällt der Vorname weg und wird nicht reingeschrieben. Das ist irgendjemand aufgefallen, das ausprobiert hat. Dann habe ich gesehen, es gibt noch eine andere Möglichkeit, diesen Add-Fields-Aufruf. So, jetzt muss ich gleich mal zum Schluss kommen. Hier sieht man, wie das Ganze aus dem Skript aufgerufen wird. Mit Spatial Light im Linux stehen praktisch die ganzen SQL-Befehle direkt in dem Skript drin. Unter Windows geht das nicht richtig, weil man, wenn man eine Batch-Datei mehr, also Zeilenumbrüche drin hat, wird es immer als ein Befehl interpretiert. So, wie viel Zeit habe ich noch?
2 Minuten, dann muss ich nochmal, ich glaube, ich zeige erstmal das Ergebnis. Ich hoffe, dass das jetzt durchgelaufen ist. So, jetzt ist es durchgelaufen, jetzt steht da, kannst du gerade mal das Ja eingeben? Ich halte mal das Mikrofon, einfach JA. So, danke. So, jetzt, ich bin ja zwar ein bisschen nervös, da habe ich so einen Tatter, wenn ich dann wieder daneben tippe und tippe aus Versehen, nein. So. Jetzt startet das QGIS. Ich habe über eine SQL-Abfrage die Ausdehnung der Datenbank mitbekommen, sodass das QGIS jetzt so startet, dass gleich der richtige Bereich angezeigt wird. Weil es gibt ich habe natürlich Musterprojekte, die in das richtige Verzeichnis kopiert werden. Und jetzt sollte eben das Ganze direkt geöffnet werden. So. Bitte kein Vorführeffekt. Doch. Das ist ein Vorführeffekt. Ich nehme es mal eben, ich muss da jetzt mal gerade hinzoomen. Ach nee, doch nicht, das ist alles richtig, weil hier in der Ecke ist was und da in der Ecke ist was. Also er hat schon richtig gezoomt. Wunderbar, das ist jetzt Baden-Württemberg, der Musterdatensatz. Und jetzt sieht man, ich gehe jetzt auf die Flurstücke. Wenn ich jetzt auf ein Flurstück klicke, dann bekomme ich hier meinen Eintrag mit Eigentümer, Nutzung und so weiter. Und hier sind jetzt verschiedene Dateien entstanden, vor allem eine SQLite-Datei, hier sind alle Daten drin, es werden auch noch Shapes geschrieben für die Freunde des Shapefiles, also mit Flächennutzung und so weiter. Und hier ist diese Tabelle mit den Buchungsstellen. Ne, also wird auch mit OGR to OGR rausgeschrieben, und wenn man jetzt guckt, in dieser Datei, in der SQLite-Datenbank, sind halt die ganzen AXe und hier unten Flächennutzung, Flurstück, Vollinfo, Gebäude, Vollinfo, das, was ich erstellt habe. Ja, das Ganze kann man natürlich noch weiter basteln. Ich habe dann irgendwann nochmal für eine andere Gemeinde, die wollten noch ihre Einwohnerstatistik da einbinden, dann ist noch was ganz anderes entstanden, habe ich auch noch eine Folie dafür, aber ich muss jetzt zum Schluss kommen, vielleicht wollen Sie auch noch was fragen. Ich habe schnell gesprochen, ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Ja, das war mein Versuch, jetzt einen Umgang mit ALKIS-Daten zu finden. Ach ja, die letzte Folie muss ich noch zeigen. Ganz wichtig, weil, das geht ganz schnell. So, wie geht's weiter? Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Ich habe da viel Arbeit reingesteckt. Ein bisschen Geld will ich auch damit verdienen, aber vielleicht will ich das auch frei zur Verfügung stellen, weil vielleicht kommt noch jemand auf die Idee, der bestimmte Sachen kann, die ich nicht kann, da vielleicht ein QGIS-Plugin draus zu machen oder was weiß ich. Also habe ich gesagt, ihr könnt es runterladen. Auf der Seite hier von der FOSCIS, wo dieser Vortrag drin ist, kann man das Werkzeug runterladen. Ich sage, für Mitglieder des FOSCIS e.V. und des QGIS-Anwendervereins ist die Nutzung in jeglicher Art erstmal frei. Und von anderen würde ich vielleicht noch ein bisschen Geld nehmen. Und ansonsten will ich das aber irgendwann tatsächlich dann auch wirklich, spätestens habe ich geschrieben, glaube ich, ab 2019 frei zur Verfügung stellen und hoffe, dass das nützlich ist, eine sinnvolle Ergänzung von dem, was es sonst noch gibt. Und ja, freue mich, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt. Eine Frage zu der amtlichen Fläche, die dann ausgewiesen wird. Mir ist auch schon aufgefallen, dass der Grundbucheintrag der Fläche immer gleich ist der errechneten Fläche. Ist diese amtliche Fläche dann ein Auszug aus dem Grundbuch oder ist das eine errechnete Fläche? Na, die amtliche Fläche steht halt drin. Das ist sozusagen die irgendwann mal eingemessen worden ist. Und das ist die offizielle Fläche. Die Fläche, die man jetzt im GIS ausrechnet, die ist so genau, wie die Geometrie ist, aber jetzt rechtlich gültig ist die amtliche Fläche. Ja. Zu dem Problem gibt es ja auch noch, wenn Sie das umrechnen in einen anderen Lagerstatus, haben Sie eine andere Flächengröße im GIS. Also kann das nie stimmen, es muss immer die amtliche Fläche drinstehen. Ja. Wenn mal sogar Baden-Württemberg endlich auch auf UTM umgestiegen ist, die haben da so einen Verzerrungsmeter mit ein paar Millionen Punkten, unvorstellbar. Ja. Und damit spätestens ist die Geschichte vorbei, dass man also das aus den Geometrien nehmen kann.
Ja, das hatte ich auch gelesen, dass das jetzt wahrscheinlich neu ist, kann ich das da rausnehmen aus meinem Skript. Das war halt auch wirklich so ein Projekt zur Verwirrung von Menschen, sage ich jetzt mal. Weil man dann irgendwie dachte, das ist UTM und das lag daneben, also das musste man erstmal verstehen. Ja. Ja gut, also vielen Dank und wenn Sie sonst noch Fragen haben, vielleicht sehen wir uns ja nochmal die Tage. Ich bin bis Freitag hier unterwegs. Dankeschön.